Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und willkommen zurück zu Let's Play The Night of the Rabbit. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir wollen heute doch mal gemeinsam diesen blöden Sound in dem Wald ausstellen, damit der Frosch endlich aufwacht. Huch, da muss ich mich nochmal kurz räuspern. Ja, und wir müssen endlich mal einen Weg finden. Uns bleibt noch der Kuckuck. Ja. Und die Spatzvögel-Dinger. So, das ist unsere Aufgabe. Und ich muss nochmal ganz kurz gucken, was wir so haben. Aha. Schoki haben wir, einen Knackfrosch, Stift und Blankopapier und eine Sternenkarte. Und wir könnten ja auch hier... Hier benutze ich das Buch besser nicht. Ah nein, genau, das ging ja hier nicht. Moment. Kann man das hier eigentlich irgendwie verwenden? Das sind keine Sterne, an denen ich mich orientieren kann. Nee, natürlich nicht. Ergibt doch irgendwie Sinn. So, und ich werde jetzt die Hotspot-Taste ein bisschen mehr benutzen. Einfach um jetzt mal etwas schneller herauszufinden, was ich denn eigentlich tun muss. Das Wasser sieht alt, trotzdem riecht es ja. Ja, genau. Ich will eigentlich immer. Nochmal mache ich das nicht. Nachher werde ich noch zum Muskelprotz. Eigentlich immer, dass er den Stein da reinkickt. Das wäre irgendwie cool. Ein Stopp bringt hier nichts. Weil dann könnte es vielleicht ein lautes Platschen geben, was die Vögel vertreibt. Ein Kuckuck. Wie klingt er doch? Vielleicht können wir damit ja irgendwie die Spatzen vertreiben. Vielleicht spricht sie der Knackfrosch mehr an als meine Stimme. Ne. Scheinbar nicht. Das Rufen eines Freundes. Nein. Wohl nur ein Traum. Der Gesang des Waldes übertönt alles. So friedlich. So. Scheint, als hätte sie den Knackfrosch nicht ganz gehört. Wegen des Gesang des Waldes. Die Stimmung hier im Wald ist aber auch echt beruhigend. Ja, nicht so richtig. Ich finde diesen Kuckuck immer noch sehr lästig. Ein Kuckuck. Wie klingt er doch? Das Portal nach Mauswald hat sich geschlossen. Wer hätte gedacht, dass der alte Pfadbaum so etwas kann? Pfadbaum. Vielleicht wusste wirklich früher jemand von dem Portal. Ja, das kann schon sein. So, was haben wir denn noch? Mauer, Tümpel und den Weg zurück. Die Eulenmauer. Sie läuft mitten zu... Ja, das wissen wir ja auch schon. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich noch machen soll. Fällt mir irgendwie nicht so viel zu ein. Ich habe keine Ahnung, wo der Kuckuck ist. Den würde ich nämlich sehr, sehr gerne als allererstes ausschalten. Und dann erst die Spatzen. Oh, Wäsche. Was haben wir denn sonst hier noch? Haustür, verwitterte Statue, verlassenes Nest. Eigentlich müssten wir, glaube ich, irgendwas an dieses Nest packen. Da weiß ich bloß noch nicht so richtig, was. Ich ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Pfeffer kann man da... Das braucht keine besondere Würze. Nö, okay. Das braucht keine besondere Würze. Ja, gut. Das braucht keine besondere Würze. Eine Idee wäre schön. Oh ja. Und der Tipp, was sagt der uns eigentlich? Ach nein, nicht die Münze mit Loch. Ja, ist gut. Hör auf. Ah, so. Nee, ich wollte eigentlich hier mal auf den Tipp klicken. Mal gucken, was der uns sagt. Suche die uralte Kröte auf, die wir am Fuße des Portalbaumes gesehen haben. Ich habe in deinen Karten gesehen, dass sie einen Zauber für dich bereithalten wird. Viel Glück, junge Schüler. Diese Tipps sind irgendwie keine Tipps. Die Grille habe ich erfolgreich vertrieben. Jo.
Jetzt ist es schon fast wieder zu leise. Oh ja, nicht so richtig. Drinnen warten nur meine Schulsachen. Das zum Mit- und... Radio anmachen? Nichts. Scheint, als wäre gerade Sendepause. Also auch nicht. Silberfolie nützt hier nichts. Man weiß ja nie. Ich wollte einfach mal irgendwas ausprobieren. Ich habe einfach keine Idee. Kuckuck. Das ist echt schlimm. Wie klingt er doch? Mein Becher ist sicher eine... Gut, den Becher will er nicht benutzen. Mein Becher... Na komm, ablegen. Das muss nicht gelöffelt werden. In einem meiner Bücher stand, dass Pilze nur an besonderen Orten in Kreisform wachsen. In der Nähe von Eingängen zum Reich der Feen. Aber dort stand auch, dass Feen sehr, sehr unfreundlich sein können. Ich will lieber keine treffen. Ist vielleicht irgendwas mit diesem Poster noch? Das ist immer das Einzige, was so richtig neu ist. Der große Zaroth. Erleben Sie den größten Illusionisten unserer Zeit. Das ist doch das gleiche Poster, das ich aus dem Reisekoffer mitgenommen habe. Wer das wohl hier aufgehängt hat? Äußerst seltsam. Ja. Kann man das dann nicht irgendwie abmachen oder so? Damit? Ein Stopp bringt hier nichts. Nein, okay. Der große Zaroth, hellsichtiger Illusionist, bald auch in Ihrer Nähe. Wann denn? Und wo? Komisch. Hä? Und was muss ich eigentlich machen? Ich bin ein bisschen am Verzweifeln. Ihr merkt es vielleicht ein bisschen. Wie auch. Ich weiß einfach nicht, was... Heute kommt man von hier aus nur zu uns nach Hause. Die Eulen. Ja. Geh mal da lang. Weiß leider einfach überhaupt nicht so richtig, was ich machen soll. Irgendwie fehlt es mir hier an Hinweisen gerade ein bisschen. Sie sieht so zufrieden aus. Manchmal finde ich, die Statue sieht verfressen aus. Und manchmal ausgehungert. Woran das wohl liegen mag? Tja, man weiß es nicht. Ich bin besser vor... Ja. Ich habe einfach keine Ahnung. Das ist doch schlimm. Heute kommt... Ja, das ist hier ein bisschen eng gemacht irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich bin besser vor... Ich habe keine Ideen. Das ist echt der Hammer. Vor allem schon wieder keine Ideen. Und ich dachte, vielleicht ergibt sich ja irgendwas. Er gibt einen guten Tisch für ein Picknick ab. Leider mieft der Tümpel im Sommer so seltsam, dass man hier nichts runterbekommt. Nicht mal ein Stück Brombeerkuchen. Ein Stück Brombeerkuchen, das wäre es ja jetzt. Nein. Okay. Ich muss aufpassen, sonst... Ja, auch nicht. Ich denke gerade so, vielleicht kann man da irgendwas drauflegen, dass die Vögel angelockt werden, aber... Hagebutten sind cool. Aber ich habe keine Ahnung. Cool, Hagebutten. Wenn die getrocknet sind, kann man die als Juckpulver benutzen. Wenn die getrocknet sind? Hagebutten sind cool, aber... Kann man die da einwickeln? Silberfolie nützt hier nichts. Ne, schade. Hätte ja sein können, dass man die dann irgendwie trocknen kann oder so. Bin echt überfragt. Schöne Karten. Ja, danke. Pass gut auf sie auf. Nee. Baldriantrop. Aber ich weiß nicht, was mir sonst weiterhilft. Das ist echt seltsam. Spatzen. Hoch oben. In den... In den was? Ja, komm. Erzähl's mir. Komm. Gut. Silberfolie nützt hier nicht. Bin echt überfragt. Nein, das gehört nicht in mein Fässchen. Nein, das gehört... Was gehört denn überhaupt da rein? Nein, das gehört nicht in mein Fässchen. Also ich habe so viel Zeug dabei und habe einfach keinen Plan, was ich tun soll.
Alles komisch. Bisher kamen wir ja mal ganz gut voran, aber jetzt habe ich echt so einen Hänger. Mal gucken, was könnte sie wohl einlullen? Naja, die Hasen feiern Geburtstag, aber Jerry ist nicht eingeladen und Totti gibt es auch nicht. Schade. Ja. Jerry ist zu kommen, warum es heute nicht so gut an vergleichen. Wo kann denn in der Halle der Schule beginnt Jerry seine Ausbildung in 17 magischen Kartenplot, verteilt die Einladung in der. Ein Kuckuck. Ich hab mir jetzt irgendwie mal einen Tipp erhofft. Wie klingt er doch? Ich will irgendwas machen können und nicht hier nur so sinnlos rumlatschen. Und wo? Was kann man denn machen? Boah. Du hast es dir aber bequem gemacht, Faulpelz. Er kann keine dieser Statuen mitnehmen und sonstiges. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Ja, ich weiß auch, aber ich weiß trotzdem nicht weiter. Also dieses Nest, das hat's mir irgendwie angetan. Am besten wären ja hier irgendwelche Bären da reinschmeißen oder irgendwie sowas. Aber das geht ja alles nicht. Kuchen haben wir nicht, ein Körbchen haben wir nicht. Tja. Ich habe mein geheimes Lager schon geplündert. Schade. Früher haben Spatzen in diesem Nest gewohnt. Vielleicht zieht ja nächsten Frühling wieder jemand hier ein. Am besten wäre jetzt. Aber wie kriegen wir die da hin? Mir fehlen einfach schlicht und ergreifend die Ideen. Wahrscheinlich muss ich irgendwas mit dem Zeug hier machen, was ich so habe. Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Ja. Ich sollte mich lieber mit Witzfreunden unterhalten. Ja. Und sonst so? Alles da okay? Muss man nicht. Ich bin ratlos. Und es gibt ja auch so überhaupt keine Unterstützung. Also der Tipp, der ist mal einfach für den Arsch. Den können die Leute sich auch einfach mal schenken. Das ist für dann gut, wenn man, ja, wie soll ich sagen, wenn man mal eine Zeit lang nicht gespielt hat, dass man wieder weiß, was man machen muss. Dafür ist der super. Aber ansonsten... Ansonsten ergibt das irgendwie alles keinen Sinn. Das kann man hier das irgendwie bringt nichts. Eine der Statuen vielleicht aufschließen? Das bringt nichts. Das bringt nichts. Kann ja sein. Das bringt weiß nichts. Ich nicht. Aber es scheint nicht so. Diesen Stein will er ja nicht nehmen. Wenn man den einfach mal reinschmeißen würde. Würde doch irgendwie Sinn ergeben, oder? Aber er will ja nicht. Er will einfach nicht. Vielleicht nehmen wir den mal als Säbel. Das muss nicht gelöffelt werden. Ja, geht auch nicht. Das muss nicht gelöffelt werden. Das muss nicht gelöffelt werden. Das muss nicht gelöffelt werden. Bisschen andere Texte. Das muss nicht gelöffelt werden. Wäre dann irgendwie cool. Das muss nicht gelöffelt werden. Ja, Bäumen oder irgendwie sowas. Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Hä? Ich hab keinen Plan. Das ist echt der Hammer. Nein, den behalte ich. Ich probiere jetzt gerade einfach nein, mal. Den behalte ich. Nein, nein, nein. Nein? Nein. Nein? Nein. Nein, nein. Nein. Okay, nein, nein. Nein, nein. Okay, alles nicht. Boah, es muss doch irgendwas geben. Irgendwas. Da ist ein seltsames Zeichen mit. Wie er eine. Ja, das brauche ich jetzt gerade nicht. Ich brauche irgendwie mal einen Hinweis, einen Tipp oder irgendwas.
Mauer, Pilzkreis. Spatzen. Flacher Stein, oh, Weg zur Bergkreuzung, Heideburg. In den. Nein, ich bin. Nein. Ein die, Kuckuck. Sie läuft mitten zwischen den Bäumen. Wie klingt er doch? Es ist doch alles komisch. Ein Stopp bringt hier nix. Ich brauche irgendwie einen Tipp, also das ist echt der Hammer. Spatzen. Hoch, hoch. Ich habe einfach keinen Plan, das nervt mich selbst gerade ein kleines bisschen. Vor allem, weil ich ja letztes Mal hier irgendwie schon echt lange rumgelatscht bin. Und dieses Kuckuck-Geräusch macht dann echt auf Dauer irre, also das könnt ihr mir glauben. Seltsam. Fußspuren. Ja. Seit ich so... Ich frage mich, was der Zwerg alles zu erzählen hätte, wenn er sprechen könnte. Er hat sicher viel gesehen. Vielleicht... Das bringt nichts. Nein, okay. Kann man mit dem Seil die Wäsche holen? Mama ist wohl schon zum Einkaufen gefahren. Ja, das... ich verstehe es nicht, Kinder. Eigentlich müsste man ja hier irgendwie das Nest wieder besudeln mit, Verzeihung. Körner reinpacken oder irgendwas in die Richtung, aber ich sehe einfach nichts, was ich tun könnte. Er nimmt nichts, er macht nichts. Die Stadt sieht aber schon wieder ganz schön grau aus heute. Als ich jung war, gab es hier nur Feld. Nee, aber seit sie den Supermarkt neben der Schule gebaut haben, sieht es da unten nur noch... Das ist... Naja, noch zwei Tage... Ja, Abenteuer. Wenn das weitergeht, versauern wir hier.